Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Deine Hüfte und dein Hüftgelenk fühlen sich steif und unbeweglich an und du möchtest etwas daran ändern? Dann bist du hier in unserem Teil 1 Hüfte öffnen und Verspannungen lösen goldrichtig. In diesem ersten Video zeige ich dir ganz einfache Übungen, mit denen du dein Hüftgelenk mobilisieren kannst und bei regelmäßiger Durchführung in diesem Bereich einfach für mehr Entspannung und Entlastung sorgen kannst. Wer jetzt allerdings schon ein bisschen fortgeschrittener ist und ein paar intensivere Übungen möchte, dem würde ich unser Teil 2 Hüfte öffnen und Verspannungen lösen empfehlen. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Das sind jetzt aber erstmal genug Infos. Ich würde sagen, auf die Matte, fertig, los! So, los geht's mit der ersten Übung. Nimm deine Knie dazu mattenbreit auseinander, richte dich da erstmal ein und wir gehen dann gemeinsam in die Child's Pose, also wandere mit den Armen, mit den Fingern weit nach vorne raus, leg die Stirn auf der Matte ab und richte dich in dieser Position ganz bequem ein. Wie zuvor schon gesagt, die Knie sind mattenbreit geöffnet und der Oberkörper hängt jetzt quasi zwischen deinen Oberschenkeln. Und hier in dieser Position atmest du ganz ruhig und entspannt ein und aus. Versuche wirklich mal in jedem Bereich des Oberkörpers hineinzuatmen, den Brustkorb zu weiten und wieder auszuatmen. Hierbei wirst du eine schöne, angenehme Dehnung im Rücken und speziell im unteren Rücken spüren. Lass dich da richtig reinsinken und reinfallen und genieße einfach diese Dehnung. Du wirst jetzt deutlich in den Leisten spüren, in der Leistengegend, in den Hüften, im Hüftgelenk, dass sich da etwas tut, weil wir eben diese Position gewählt haben mit den Knien mattenbreit. Dadurch wird das Hüftgelenk einfach schön geöffnet und gedehnt. Weiterhin tief und ruhig atmen. Dann rollst du dich langsam nach oben auf, schließt die Knie. Sehr gut gemacht. So, weiter geht's mit der nächsten Übung. Dazu kommst du erst einmal in Rückenlage. Richte dich hier erstmal ein. Arme liegen zunächst rechts und links neben dem Körper. Und du beginnst nun damit im Wechsel das linke und das rechte Bein nach außen auszugleiten. Also wirklich Knie Richtung Boden absinken, so die Hüfte öffnen und dann rüber zur anderen Seite wechseln. Was hier super wichtig ist, dass das andere Bein, welches sich nicht bewegt, in seiner Position bleibt. Also das nicht nach außen oder innen ausweicht, sondern schön gerade in der Ausgangsposition bleibt. Das bedarf zugegebenermaßen zu Beginn vielleicht ein wenig Übung, aber tastet euch da langsam ran und öffnet einfach vielleicht zu Beginn nicht ganz so weit nach außen, sondern tastet euch da langsam ran. Wer mag, kann die Hände auch mal an die Beckenknochen nehmen und so einfach noch mal viel besser überprüfen und nachspüren, was passiert, wenn das Knie Richtung Boden abgesenkt wird. Bleibt die Hüfte da stabil auf einer Linie, die Beckenknochen, oder verändert sich was? Falls ihr da wackelt, dann macht, wie gesagt, diese Absenkbewegung einfach nicht so groß. Also immer das Knie so nach außen fallen lassen, dass du auf deine Fußkante kommst. Dabei natürlich den Atem fließen lassen, Luft nicht anhalten. Und nach einigen Wiederholungen könnt ihr schon merken,
dass ihr wahrscheinlich ein Stückchen weiter mit dem Knie Richtung Boden kommt. Super gemacht! Weiter geht's mit der dritten Übung. Schwing dich dafür hoch in den Sitz. Wir machen jetzt den Schmetterling. Erst einmal sitzend. Die Fußsohlen gehen zueinander und bringe die Füße jetzt so weit es geht Richtung Becken. Also zieh sie nah zu dir heran, umgreife die Füße mit den Händen und lehn dich dann im Oberkörper leicht vor. Dabei sollte der Rücken schön gerade bleiben. Das ist super wichtig. Wenn du magst, kannst du auch mit den Ellenbogen versuchen, noch deine Knie so ein bisschen weiter nach außen zu schieben, ein bisschen weiter Richtung Boden zu bringen. Hier aber wirklich auch immer nur so arbeiten, dass der Rücken noch gerade bleibt. Es bringt also nichts, wenn du da mit krummem Rücken hängst. Atem fließt. Und du spürst auch hier eine Dehnung in der Leistengegend, in der Hüfte, im Hüftgelenk. Auch hier, du siehst, ja, korrigiere immer wieder nach. Ja? Der Rücken sollte wirklich schön gerade und aufrecht sein und im besten Fall nicht gerundet. Blick ist nach unten gerichtet, damit die Halswirbelsäule auch schön gerade ist. Und lass dich richtig in diese Dehnung hineinfallen, die Knie ganz locker nach außen fallen lassen. Und vielleicht kannst du mit der Zeit immer ein bisschen weiter hineinsinken in diese Dehnung. Langsam aufrichten. Komm dafür in den Sitz, mach die Beine einmal lang und schüttel sie nun einmal so aus. Gut gemacht. Weiter geht's mit der vierten und letzten Übung, Schmetterling liegend. Auch hier wieder Fußsohlen aneinander, schön nah Füße ran zum Becken bringen und dich erstmal so mit den Händen hinten abstützen. Das ist jetzt erstmal unsere erste Position und auch hier Knie fallen locker rechts und links nach außen und in dieser Position nimmst du erstmal zwei ganz tiefe und ruhige Atemzüge. Finde dich erstmal in dieser Position ein. Wenn das gut klappt, kannst du eine Stufe weiter runter gehen und dich hier, wie du es sehen kannst, ganz ablegen. Die Hände liegen dann locker rechts und links neben dem Körper. Handflächen zeigen entweder nach oben oder nach unten. Schau, was dir da angenehmer ist. Und jetzt spür mal in die Leistengegend, in die Hüfte, ins Hüftgelenk hinein, in diesen ganzen Bereich. Und fühle diese angenehme Dehnung. Falls dir das jetzt zu anspruchsvoll ist, kannst du deine Knie auch gerne noch vorerst mit vielleicht einer Decke oder zwei Kissen stützen. Wir können das Ganze auch gerne mal dynamisch gestalten. Das heißt, du machst kleine Wippbewegungen mit den Knien auf und ab. Aber das entscheidest du. Dynamisch wippen oder statisch einfach in dieser Position verweilen. Atem fließt auch hier ganz natürlich und ruhig. Tief ein- und ausatmen. Und um die Bewegung nun aufzulösen, nimmst du deine Hände von außen an deine Oberschenkel und schließt die Beine nach oben hin zusammen. Für eine kleine Entlastung kannst du die Knie jetzt mal zu dir ranziehen, sie umgreifen mit deinen Händen und ein bisschen von rechts nach links schaukeln und in dieser Position entspannen und dir eine kurze Pause gönnen. Stell die Füße nacheinander auf der Matte ab und lasse sie dann hinausgleiten. Hände weiterhin rechts und links lang neben dem Körper. Und du spürst jetzt einfach mal einige Sekunden nach, was haben die vier Übungen
mit dir, mit deiner Hüfte, mit dem Hüftgelenk gemacht? Wie fühlt es sich an? Spür da mal genau rein. Was spürst du, was fühlst du? Stell die Füße wieder auf. Gut gemacht. Das war unser Video Hüfte öffnen und Verspannungen lösen Teil 1. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Du kannst auch gerne mal auf die Glocke klicken und den Kanal so abonnieren. Für mehr Infos zum Thema Gesundheit, schau doch mal auf unserer Website und speziell da auch im Blog vorbei oder auch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal. Wenn dir das Video hier noch nicht gereicht hat, dann würde ich dir auch noch den zweiten Teil von Hüfteöffnung und Verspannungen lösen empfehlen. Den verlinke ich dir hier unten mal in der Infobox. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.